Jawohl, Elex und los. Und wir stehen hier neben Cormac, dem strammen Anführer des Hammerclans. Mit seiner echt nicen Waffe und richtig, richtig brutaler Rüstung, ist es nicht? Welch legendärer Anblick. Okay, Cormac. Du bist unsere letzte Hoffnung. Wir sind für die liebe Cinder unterwegs, die Händlerin. Und sie braucht ein bisschen Unterstützung. Angrim weigert sich ja. Und Ragnar, keine Ahnung, was der davon hält. Auf jeden Fall, Cormac. Erstmal in die Gegend rotzen, genau. Cinder braucht eure Hilfe. Der Hammerclan ist immer bereit zu helfen. Worum geht es? Sie braucht Leute, die die Nahrungslieferungen aus dem Wald holen. Das ist doch Aufgabe des Eisenclans. Ja, und der will ja nicht. Der Eisenclan weigert sich. War ja klar. Auf die ist kein Verlass. Haben immer nur ihre Gesetze im Kopf und vergessen dabei das Wohl der restlichen Bevölkerung. Wenn ich helfen soll, dann nicht ohne meine Männer passend auszurüsten. Angesichts der Umstände schrecke ich auch vor unkonventionellen Methoden nicht zurück. Ich will schließlich nicht, dass meine Männer wie die vom Eisenclan enden. Also wirst du mir einen Bewegungssensor beschaffen. Am besten begibst du dich zum Schlund und siehst dich dort nach einem um. Was? Moment, ein Bewegungssensor? Dieser Berserker? Er will Technik benutzen. Ist das nicht gegen das Gesetz? Mach dir darum mal keine Sorgen. Sobald ich den Sensor habe, kläre ich das. Hol ihn einfach. Und zufälligerweise haben wir den schon gefunden. Ich habe den Bewegungssensor für dich. Sehr gut. Ich werde meine Männer damit ausrüsten und zu Cinder schicken, sobald sie bereit sind. Sag ihr, sie kann auf die Unterstützung des Hammerclans zählen. Auf jeden Fall. Und das tun wir auch gleich. Auf zu Cinder. Wir eilen, springen in die Tiefe. Denn mit dem Jetpack ist das Ganze kein Problem. Ah, es ist so legendär. So, runter. Jawohl. Es gibt auch nichts Besseres. Da sind so kleine Wegstrecken im Handumdrehen zurückgelegt. Da ist ihr Laden. Hübsche kleine Hütte. Hallihallo, Cinder. Ich bringe gute Nachricht. Der Hammerclan wird dich unterstützen. Wirklich? Du hast Cormac tatsächlich überredet? Ja. Das ist ja hervorragend. Ich habe noch etwas Elixit in der Hinterhand. Was willst du für deinen Dienst haben? Ja, 300, 100 oder... Wir nehmen das Angemessene. Gib mir, was du für angemessen hältst. Das hier war eigentlich die Bezahlung für die beiden Männer vom Eisenclan. 250 für den einen und 250 für den anderen. Viel Spaß damit und gib nicht alles auf einmal aus. Jackpot. Ja, das nehme ich mal. Nenn ich mal eine Finanzspritze. Und lass jetzt. Die Technik lieber stecken. Ja, natürlich. Alles klar, ich lasse die Technik stecken. Nachdem ich sie benutzt habe. Jetzt ist es an der Zeit, endlich mal ein paar Worte mit unserem Freund Duras, der hier seit Ewigkeiten steht und den wir bis jetzt dezent ignoriert haben, zu wechseln. Hallo Duras. Wie sieht's aus, Flüchtling? Du findest dich offensichtlich schon gut zurecht. Brauchst du meine Hilfe? Ja, mittlerweile. Was hast du anzubieten? Wir können voneinander profitieren. Ich habe einen ziemlich miesen Auftrag von Warlord Ragnar erhalten. Ein Mord ist hier geschehen und mir hat Ragnar aufgebrummt, den Mörder zu finden. Und du willst, dass ich dir bei deiner Mördersuche helfe? Eine Hand wäscht die andere. Jo, easy. Wer wurde ermordet? Sein Name war Askor. Er war ein Berserker. 3 Monate lang wurde er vermisst, bis Warlord Ragnar ihn im tiefen Wald vor Goliath fand. Vor etwa einer Woche war Ragnar auf einem seiner Kontrollgänge. Da sah er Askors Leiche, niedergestreckt mit einem Schwert. Kein schöner Anblick. Oh Gott, wie schrecklich. Warum willst du unbedingt meine Hilfe?
Du bist für sie ein Fremder. Dir werden sie zuhören. Was ist das denn für eine Logik? In Goliath traut im Moment niemand dem anderen. Darum fürchte ich, werden sie erst gar nicht mit mir reden. Du bist jemand von draußen. Ein neutraler Beobachter, wenn man so will. Dir werden sie die Wahrheit sagen. Ist das der Grund, warum du mir bei der Observierungsstation in den Bergen geholfen hast? Weil du ohne mich diesen Fall nie gelöst bekommst. Kann schon sein. Immer diese Hintergedanken. Hast du schon einen Verdacht? Warlord Ragnar vermutet, dass es einer aus Goliath war. Und wenn das so ist, dann muss es jemand sein, der sich außerhalb der Stadt gut auskennt. Für Ragnar kommen da nur 5 Kandidaten in Frage. Er schrieb sie mir auf eine Liste. Keine Ahnung, warum gerade diese 5. Ragnar wird seine Gründe dafür haben. Auf jeden Fall, ja dann. Ich finde den Mörder. Das hört sich sehr zuversichtlich an. Dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Pass auf, wir machen das so. Du wirst mit den Verdächtigen sprechen. Ich halte mich im Hintergrund. Easy. Du kommst nicht mit? Ich kann hier gerade nicht weg. Die erste Befragung wirst du alleine machen müssen. Aber dann gehört mein Schwert ganz dir. Nice. Wer sind die Verdächtigen? Der erste auf der Liste ist Barin. Ein ziemlich fauler Drückeberger. Solange ihn keiner treibt, verbringt er seine Zeit am liebsten mit Faulenzen im Wald. Der zweite ist Torgal, ein Bär von einem Mann. Er hält sich meist im Land Abesser auf. Geron hat sich erst kürzlich von uns abgewendet und macht sein eigenes Ding draußen im Wald. Sehr verdächtig, wenn du mich fragst. Zuletzt sind dann auch Irdor und Rock. Der eine ein Neuzugang, der andere noch nicht ganz trocken hinter den Ohren. Sie sind allesamt immer viel unterwegs. Es wird nicht leicht, sie zu finden. Wie sieht deine Strategie aus? Nun, zuerst müsste man sie fragen, wo sie zur Tatzeit waren. Und dann? Keine Ahnung. Ich lass mir was einfallen. Da habe ich keinen Zweifel. Easy. Ja dann, los. Los, die finden wir, diese Verbrecher. Oder wir werden den Schuldigen aus diesen 5 rauskristallisieren. Erstmal die Questverfolgung gestartet und dann? Ja. Ach komm, es ist ja easy. Die sind ja überhaupt nicht weit weg. Ja, ich würde mal geschwind zu Geron aufbrechen, der ist der Nächste. Ja, los. Diese Richtung. Also, Hotelruine, los. Jetzt ist es an uns, Verbrechen aufzuklären. Endlich mal wieder eine richtig geile Mission. Bin zurzeit sowieso so ultra auf Elex fixiert. Geiles Spiel. Kann einen echt richtig, richtig gut fesseln. Oh Gott, und Gothic 2, da bin ich ja auch schon an so einer richtig geilen Stelle. Mann. Gibt viel zu viele tolle Spiele im Moment. Da müsste ja schon fast 2 Videos am Tag raushauen. Aber das lassen wir lieber mal. 4-mal Schwefel. Optimal. Gott. Die raue Wildnis, die sieht gefährlich aus. Nett. Welch wunderschöne Gräber. Und jetzt stellt sich auf einmal mir die Frage. Gab es in Elex, bevor diese schreckliche Katastrophe mit dem Meteoriten passiert ist, gab es da Christen? Waren die Leute religiös? Oder waren es eher Heiden? Aber darüber wird wahrscheinlich nichts bekannt sein. Da gibt es auch noch Dinge. Oho. Ein gutes Messer. Sehr schön. Immer alles einsacken. Man weiß ja nie, wann man es noch gebrauchen kann. Aha.
Interessant. Gott. Was für eine Bestie treibt hier Unwesen. Alter. Was für ein Koloss. Schnell vorbei. Schnell vorbei. Wir müssen in die Richtung des gelben Punktes. Und er hat nicht mal gecheckt, dass wir hier waren. Aha. Und diese Pipelines. Interessant. Interessant, das werden wir uns alles noch anschauen. Moment. Moment, da kommt mal hoch. Leute. Chatpack, wir haben es nicht umsonst. Hier hin. Oh Gott, komm. Nein. Ah. Aber es gibt Kippen. Und Heilung. Wunderschön. Okay, nochmal. Ein bisschen warten. Jetzt sollte reichen. Oh. Nice. Nice. Und jetzt ist die Frage. Vielleicht, wenn wir komplett darum gehen. Ja. Mit viel Gefühl. Schöne Landung. Oh Gott. Oh Gott. Ja, wir machen das Ding komplett voll. Derzeit können wir noch diesen wunderschönen Baum betrachten. Ist der nicht? Ist der nicht echt schön gewachsen? Mit diesen lianösen Schlingpflanzen, die da hinabbaumeln. Ah, Jetpack ist voll. Und los. Geht. Nice. Jetzt noch. Ups. Ja. Geduld ist eine Tugend. Apropos. Perfekt. Perfekt. Eine leckere marokkanische Minze für zwischendurch. Jo. Goldbrocken erhalten und ich bin der König der Welt. Echt schön. So vielleicht. Aha. Schick. Und runter. So, und jetzt ist es an der Zeit, Indizienbeweise hey, zu du, finden. Du schreckst mir die ganzen Viecher auf. Du bist wohl nicht oft in der freien Natur unterwegs, was? Naja, also mit dem Jetpack ist das ja schon geil, ne? Warum interessiert dich das? Ich will nur wissen, ob du mir in die Quere kommst. Das hier ist mein Jagdrevier. Solange du mir meine Beute nicht abspenstig machen willst, betrachte ich dich als meinen Gast. Und wenn ich es mir recht überlege, können wir vielleicht sogar voneinander profitieren. Natürlich nur, sofern dich meine Waren interessieren und du bereit bist, sie gegen ein paar Splitter einzutauschen. Aha, der Junge will mir Sachen verkaufen. Das ist ja eine. Du bist Jäger? Natürlich. Was sollte ich sonst hier draußen? Aber wenn dich die Berserker geschickt haben, Geron geht nicht wieder zurück in die Stadt. Warum nicht? Ein Leben unter dem Schutzmantel von Goliath ist ungefährlicher, aber hier bin ich mein eigener Herr. Also, was ist jetzt? Bist du nur hier, um zu quatschen? Ja. Ein Berserker wurde ermordet. Ach, wen hat es denn erwischt? Sein Name war Askor. Kanntest du ihn? Askor? Du meinst diesen intellektuellen Schnösel? Ja, den kenne ich. Nur weil er lesen konnte, hat er uns einfache Leute immer behandelt wie Dreck. Der alte Warlord Ragnar hat ihm alles durchgehen lassen, als ich noch in der Stadt war. Ragnars Liebling, sag ich dir. Dem geht man besser aus dem Weg. Aber er ist tot, sagst du, ja? Naja, auch gut. Auch gut. Warst du schon mal in dem Waldstück direkt vor Goliath? Es gibt keinen Ort von Edan, wo ich noch nicht gewesen wäre. Ich sag dir, das Fleckchen Erde hier unten ist für die Jagd am besten. Verdächtig. Womit jagst du eigentlich? Es gibt nur eine einzig wahre Waffe für die Jagd, der Bogen. Alles andere gehört in die Schlachterei, aber nicht ins Jagdrevier. Stimmt.
Naja gut, mit Axt lässt sich auch gut jagen. Nein. Ich habe genug gehört. Hey, verhörst du mich hier etwa? Ja, aber du kannst der Mörder von Askor nicht gewesen sein. Ach ja? Und wie kommst du darauf jetzt so plötzlich? Du benutzt deinen Bogen. Askor wurde mit dem Schwert getötet. Aha, na dann. Dann lass gefälligst diese dämliche Fragerei, klar? Klar. Was jagst du? Ich jage alles, was mir vor den Bogen kommt. Aber warum interessiert dich das? Brauchst du eine Lehrstunde, wie man jagt? Ja. Bring mir etwas bei. Sicher. Ja, jawohl. Ein Überlebenslehrer. Nice. Ja, geiler Scheiß, geiler Scheiß. Denkst du, ich merke nicht, was du da tust? Ja, hopp, Ausdauer. So, übernehmen. Passt. So, mein lieber Lehrer. Bring mir etwas bei. Sicher. Ich hätte ganz gerne die Ausdauer. Und die Hitpoints. Und einen guten Esser können wir auch noch mitnehmen. Oder heben wir uns einen Lernpunkt auf? Die Rüstung könnten wir auch mitnehmen. Oh Gott. Jetzt gehen uns die Lernpunkte aus. Oh, schwer, schwer. Gute Esser ist natürlich ziemlich... Hopp, her damit. Her damit. Nice. Nice, denn mit dem guten Esser. Da heilt einen so Zeug viel mehr auf einmal. Das Doppelte ungefähr, ja. Das ist ziemlich geil, um sich zu heilen. Apfel. 10. Zack. Läuft. Immer gleich wieder voll. Und jetzt, bevor wir unser Gespräch hier weiterführen, gucken wir jetzt noch ein bisschen um, was dieser Jäger hier so alles in seiner Hütte versteckt hat. Vielleicht lässt sich da ja das ein oder andere mitnehmen. Mal ein Quick Save. Zu Hallihallo. Eine Truhe. Und anderes Gedöns. Hallihallo. Ja, nice. Leute, die Jägerrüstung. Oh Gott. Oh Gott. So, Jägerrüstung. Nicer, dicer. Ist sie nicht wunderschön? Jetzt sind wir ein wahrer Jäger. Ein künftiger Berserker, eventuell. Ist sie nicht wunderschön? Jetzt fehlt nur noch ein Helm dazu. Dann wäre die Rüstung komplett. Gab's hier noch was? Bisschen Gedöns. Nein, nicht schlafen. Hopp, steh auf. Braver Held. Braver Held. Du scheinst dir auf dein Jagdgeschick viel einzubilden. Natürlich. Nenn mir nur einen Typen, der hier draußen mehr erlegt hat als ich. Mit dem Bogen bin ich unschlagbar. Von Geron lernen heißt vom Besten lernen. Auch wenn nicht jeder dieses Geschenk zu würdigen weiß. Er ist sehr von sich überzeugt. Worauf willst du hinaus? Ach, nicht so wichtig. Außerdem war es ja auch zum Teil meine Schuld. Jetzt rück schon raus mit der Sprache. Immer diese Ungeduld. Dann sperr die Ohren auf. Vor ein paar Tagen war ich mit Lennart auf Jagd. Auch wenn ich bis heute nicht weiß, was mich geritten hat, ihm das Jagen beizubringen. Jedenfalls haben wir einem Rudel Raptoren nachgestellt. Der Junge hat sich dabei allerdings so ungeschickt angestellt, dass wir bald die ganze Meute am Hintern hatten. Entkommen sind wir zwar, aber seitdem lauern uns die Viecher auf und streunen in der Nähe herum. Dann solltest du dich darum kümmern. Alleine auf Raptorenjagd? Du bist noch grüner hinter den Ohren, als es den Anschein hat. Man muss verflucht auf Zack sein. Die Burschen sind gefährlich und können einen arg in Bedrängnis bringen. Denn wenn die Biester nicht bald das Weite suchen, muss ich wohl doch Hilfe aus Goliath holen.
Ja, easy. Wegen der Raptoren. Warum jagen wir sie nicht gemeinsam? Ich gehe nur mit Leuten auf Jagd, denen ich vertrauen kann. Mein Nebenmann muss die Stellung halten, wenn's brenzlig wird. Noch einmal so einen Reinfall wie mit Lennart kann ich mir nicht erlauben. Ja, super. Ich investiere alle meine Punkte in Überleben und der braucht Kampf. Du kannst dich auf mich verlassen. Nein, Geron vertraut dir nicht. Oh. Ja dann, und was können wir tun, um dein Vertrauen zu gewinnen, Geron? Und du bist? Ich bin Lennart, seines Zeichens angehender Meisterjäger. Zumindest wenn Meister Geron mir gezeigt hat, wie ich mit den großen Exemplaren fertig werde. Du verstehst dich also auf die Jagd? Sagen wir, ich übe noch und feile an meiner Jagdtechnik. Und was ist mit dir? Kennst du dich in der Wildnis aus? Ja. Ich bin der geborene Jäger. Was? Wirklich? Hast du schon ein paar Beißer erlegt oder gar eine Sumpfspinne? Oder warte, vielleicht sogar einen Unhold? Du weißt schon, diese garstigen Riesen, die... Atme erst einmal tief durch. Ja, ich habe schon allerlei Viehzeug erledigt. Und wenn du einen Tipp willst, sei schneller als dein Gegner. An meiner Schnelligkeit arbeiten. Ja, das macht Sinn. Danke dir. Cool. Und hast du einen Tipp, wie man das Vertrauen deines Meisters gewinnen kann? Was hast du als letztes gejagt? Naja, Meister Geron und ich haben ein paar Viechern aufgelauert, die uns auf die Pelle gerückt sind. Wir konnten sie aufscheuchen, aber haben nur einen Teil von ihnen mit Pfeilen behaken können. Gerade als ich dachte, ich hätte den Rudelanführer im Visier, ist mir der Bogen aus der Hand geglitten. Wie hast du das denn fertiggebracht? Ich bin unglücklich gestolpert. Da habe ich mich wohl nicht besonders schlau angestellt. Jedenfalls haben die Biester dann Jagd auf uns gemacht. So viel dazu. Hast du deinen Bogen zurückgelassen? Natürlich. Ich habe sofort die Beine in die Hand genommen, als wir attackiert wurden. Dass man seine Waffe nicht zurücklässt, hat mir ja keiner beigebracht. Wenn du überleben willst, ist das die Grundvoraussetzung. Jetzt weiß ich das auch. Aber wenn dich so ein Vieh allein mit den Augen frisst, naja. Bist du denn zufällig noch länger hier in der Gegend? Meister Geron wollte mir bei der Suche nach meinem Bogen nicht helfen, aber mir wäre schon daran gelegen, ihn wiederzubekommen. Ich habe schließlich keine Ahnung, wie man einen neuen herstellt. Okay. Ich ahne, was du von mir verlangst. Du machst das also? Du bringst mir meinen Bogen zurück? Das habe ich nicht gesagt. Aber du hast es sicher in Erwägung gezogen. Wenn du mir also hilfst, werde ich meine Beute mit dir teilen. Außerdem hast du mir damit aus der Patsche geholfen. Das ist viel mehr wert. Wo genau hast du deinen Bogen verloren? Es ging alles so schnell, darum kann ich mich an die genaue Stelle nicht mehr richtig erinnern. Auf jeden Fall war es weiter im Norden, unterhalb Goliaths, in der Nähe der Felsen. Das ist keine große Hilfe. Naja, vielleicht hilft es dir, dass die Biester, die dort waren, mittlerweile weitergezogen sind. Das macht die Suche weniger gefährlich. Aber wenn mir noch etwas einfällt, lasse ich es dich wissen. Jo, easy. Ich treibe deinen Bogen wieder auf. Wenn du das tust, dann ist dir mein ewiger Dank sicher. Außerdem gebe ich dir neben meiner Beute noch ein paar Splitter. Oh, und das muss natürlich unter uns bleiben. Ich will nicht, dass Geron etwas davon mitbekommt. Wenn ich meinen Bogen erst einmal zurück habe, wird er sich damit schon abfinden. Also quatsch ihn am besten nicht darauf an. Sicher, ich meine, wenn du jetzt zufälligerweise wieder deinen Bogen hast, macht dir das nicht stutzig? Geron... Ja, wir holen jetzt erstmal einen Bogen. Auf geht's, Richtung Goliath, unterhalb. Soll sich ein Bogen befinden, wo sich einst Viecher aufgehalten haben. Also hoffentlich ist er nicht bei diesem fetten Viech. Aber unterhalb von Steinen. Zur Not haben wir noch das Questverfolgungsgedöns. Falls wir ihn nicht auf die Schnelle finden. So. Aha. Ach, da waren wir schon. Ladidadida. Wo ist denn hier ein Bogen? Hier muss doch ein Bogen sein. In der Nähe von Felsen. Gott, da sind Felsen. Und Viecher. Ich dachte, die Viecher sind weitergezogen. Oh Gott. Oh Gott, sie kommen. Moment. Okay.
könnten wir vielleicht mal das so rüber. Ah, das checken die niemals. Ja, Leute. Falsche Seite. Okay, ja gut. So, ich befürchte Ungutes. Okay. Wo ist der Quest? Ah, besser. Nein, Clanstreit. Alt, na, auch nicht. Zahn und Zahn. Jagdverlust. Ja. Oh Gott. Ja, er ist da unten. Ja dann. Ja dann. Jetpack-Taktik. Oh Gott. Weg. Schnell die Flitze gemacht. Moment. Ah Gott, da ist der Große. Oh Gott. Vielleicht können wir irgendwie dafür sorgen, dass der Große die Kleinen angreift. Hopp, jetzt geht halt mal weg. Wird mal Zeit, dass sie umdreht. Komisches Gedöns. Oh Gott. Ich hab sie angelockt. Geron! Ha! Oh, die haben Totenschädel. Verlorene. Oh Gott. Okay, erstmal heilen. Solange ich den einen ablenke, können die den anderen machen. Ah, der ist schon. Der ist schon immer schön im Kreis. Das sind Elex Pro Tactics. Wo ist er? Da! Irgendwie. Nice! Kluge Entscheidung. Auf jeden Fall. Hab ich mir auch noch die Erfahrung geschnappt. Haha, dreist. So, und jetzt ist die Frage. Wer von euch will einen Bogen haben? Dein Lehrling will seinen alten Bogen zurück. Ich hab dem Bengel schon gesagt, er soll sich einen neuen anfertigen. Erst wenn er merkt, dass man bei der Jagd umsichtig sein muss, wird aus ihm ein brauchbarer Jäger. Aber sag mal, du hast doch nicht etwa vor, ihm bei der Suche zu helfen? Ja, also... Doch, hatte ich. Setz dich nicht über meine Entscheidung hinweg. Meine Entscheidung ist endgültig. Solltest du das Ding in die Finger bekommen, gibst du ihn mir, damit wir uns verstehen. So, jetzt haben wir eine schwere Entscheidung. Entweder dem strengen Meister, der sich für den besten Jäger der Welt hält, oder dem lieben kleinen Leonard. Wo ist er denn? Der auf jeden Fall noch ein bisschen grün hinter den Ohren ist. Aber ich denke mir, es ist fast taktisch intelligenter, dem alten Mann den Bogen zu bringen. Vielleicht vertraut er uns dann. Hier, Lennarts Bogen ist bei dir besser aufgehoben. Hast du das Ding also gefunden? Gut, gut. Es war klug von dir, mir das Teil zu bringen. Hier hast du ein paar Splitter. Okay. Oh, wurde die Quest abgebrochen. Wie dumm. Und es ist ja schon allerletzte Eisenbahn. Höchste Eisenbahn, Leute. Es war wunderschön. Wir haben jetzt anscheinend einen Lehrling erzürnt und uns bei seinem Meister eingeschleimt. Ja, und damit würde ich sagen, outright.